wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schöne Sendung. Alles aus dem Meer. Fisch und Meeresfrüchte werden wir heute verkochen. Unter anderem mit Alfons Schubeck, mit Ali Güngermes, mit Alexander Herrmann, Johannes King und Stefan Marquardt. Du hier. Gleich als Erster heute. Machen wir jetzt eine gute Sendung. Ja, letzte. Toll. Alles gut? Alles gut. Ja, ja. Ja. Okay, es läuft. Ich freue mich heute sehr auf die Sachen aus dem Meer. Ja. Spontan, ein schöner Reim. Fisch, Fisch. Ist ja dein Thema heute, ne? Ja, genau. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ja. Dreimal, ne? Dreimal. Ja, dreimal Volltreffer. Ja, Hammer. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wunderbare Stimmung hier im Studio und gehen jetzt einfach mal direkt rein in die vollen Vorspeisenpositionen. Und wie sollte es anders sein? Ein typisches Fischland Bayern. Alfons Schubeck ist bei uns. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, schöne Fische bei euch, Alfons. Okay. Ja. Nicht so warm wie da heute. Ist ja auch so warm? Furchtbar. Aber nein, im Herbst sind Tage, das ist einfach warm. Ja, mir ist wirklich wahnsinnig warm. Es ist ein warmer Septembertag, muss man sagen. Ja, man spürt es ja richtig. Ja, ne? Ja, ja, ich auch. Es gibt diesen schönen Satz in Stonk. Auch der Herbst hat für mich noch schöne sonnige Tage. Sagt Christiane Hördiger zu Götz George. Aber das tut jetzt nichts zur Sache, Alfons. Was kochst du uns? Du hast jetzt mich gemeint. Nein, nein, nein. Natürlich, du bist in der Jugend, dich. Du bist in der Jugend deines Alters. Alters. Ich weiß. Und ab 90 halbtags. Ich weiß. Und machst du uns eine Bouillabaisse? Ja, ne? Fischsuppe. Also im Grunde ist es ja so, vielleicht der Trick bei der Fischsuppe. Früher hat man das ja so gemacht, die Bouillabaisse entstand ja so, dass die kleinen Fische, die kleine Schwanzerl da, die hat man einfach in den Topf reingeschmissen, hat es gegart. Und das war, im Grunde war es ein arme Leute-Essen, wo Gemüse drin war. Wer sich's leisten konnte, Safran wird da vielleicht nicht so zu Hause gewesen sein, aber wer sich's leisten konnte, hat dann Safran und Knoblauch, all diese Dinge. Kräuter waren da drin. Und jetzt wird es natürlich hin und her verfeinert. Man kann diese Fischsuppe genauso gut mit einer Forelle machen, mit einem Zander machen, mit einem Waller machen. Mhm. Man muss jetzt keinen Hummer oder solche Dinge haben, sondern das geht mit ganz normalen Fischen. Aber entscheidend ist, dass der Fisch frisch ist. Und ich mache es so, ich gar den Fisch nicht in der Brühe, sondern ich brate ihn jetzt an, glasig, lege ihn ein und gebe dann die heiße Brühe drüber, sodass die Brühe auch ihre Persönlichkeit behalten kann. Denn wenn du jetzt den Fisch da drin garst, dann nimmt die sehr stark, es kann immer sein, dass der eine oder andere einen Fisch hat, der schon etwas reifer ist, dann nimmt die sehr stark diesen Geschmack an und es ist eigentlich schade um diese Brühe. Das ist wahr. Ja? Und ist es auch wahr, dass die beste Bouillabaisse angeblich, ich habe das hier in meinen Unterlagen stehen, irgendwo an der Côte d'Azur in einer ganz bestimmten Bucht gekocht wird? Habt ihr von der schon gehört? Leider nicht. Alex? Ich habe es mal gehört, aber ich kann es jetzt nicht mehr genau reflektieren. Irgendwo in der Nähe von Saint-Tropez angeblich. Johannes, weißt du da mehr? Ja, bei Porquerolles ist das. Porquerolles ist so eine kleine vorgelagerte Insel von Marseille. Ja. Und da kommt eigentlich die Bouillabaisse her. Ah, da kommt die her? Da kommt die her. Okay, da warst du aber nicht. Also ich habe mal schon dort. Ja? Ich war wirklich schon dort. Und ist die wirklich so gut und wie machen die die? Das ist, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, aber so die typisch französische. Viele kleine, also zwei Varianten gibt es. Das eine ist im Fischfond, also in der Brühe drin ziehen lassen. Mhm. Das andere ist das Anbraten und Anrösten, damit man möglichst viele kräftige Aromen auch hat. Das, was Alfons im Grunde heute und dann gibt es die zwei Varianten mit einer starken Safran-Einbindung oder die mit einer etwas orangen Lorbeerlastigen Geschichte. So, und wir sind heute auf der in der Safran-Anbindung unterwegs. Ja, ein bisschen beides. Ja, ein bisschen beides. Und vielleicht auch als Tipp, wenn man sie mit dem Safran ein bisschen verhaut hat, dass der zu bitter, dass man zu viel reingegeben hat. Also Safran ist ja wasserlöslich, das sieht man, wenn es im Fett auflöst, geht er gar nicht raus. Dann immer ein bisschen Orangenschale dazu und dann kommt er wieder viel fruchtiger, viel milder raus. Auch mit dem Knoblauch kann es sehr gut. Und ich mache dazu so eine Rui. Also so eine Knoblauch-Mayonnaise, wo ein bisschen Kartoffelpüree drin ist. Okay. Und ich mag das, dass die ein bisschen knoblauchlastig ist. Deswegen brate ich jetzt hier das Fleisch ein bisschen an und gebe danach diese Rui drauf. Die kann man dazu essen, man muss sie aber nicht dazu essen. Du meinst das Brot? Das Brot brate ich an. Brot und dann gebe ich die Soße drauf. Okay, also da freuen wir uns auf eine richtige bayerische Bouillabaisse. Alfons Schubeck, meine Damen und Herren. Und begrüßen. Ja, heute geht's aber richtig los hier. Schau mal, du mixt da drüben überall. Ja. Überall wird gemixt heute. Ich komme mal rüber auf die Seite, dann, oder bist du schon fertig, Alex? Okay. Und begrüßen sehr, sehr herzlich Ali Güngermös, meine Damen und Herren. Der uns macht Ali eine
Nee, nichts eine, sondern Sardinen. Sardinen, genau. Sardinen, schöner Fisch mit Gamba Calamaretti Füllung und Tomaten Fregola Sarda Ragu. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das hast du perfekt ausgesprochen. Nee, also perfekt. Fregola, richtig. Was ist das? Fregola Sarda hier, das sind sardische Nudeln, sagt man. Ja. Dazu. Sardische Nudeln sind hier Hartweizen aus Hartweizenmehl und Wasser wird es gemacht und dann wird es im Ofen geröstet. Und dann setzt du das einfach nur in Brühe oder Wasser, tust einfach kochen. Dauert ungefähr so 20, 25 Minuten. Mhm. Und schmeckt so leicht, hat so leicht gerösteten Aroma. Mhm. Und du kannst alles dazu kombinieren. Ist das Hartweizen? Oder was Hartweizen, ist das? Ja, Hartweizen. Und die werde ich dann nachher so ein bisschen im Tomatenfond garen. Mhm. Ja? Schmeckt sehr interessant, wir schon sehen. Okay. Leider ist es hier in Deutschland noch nicht so richtig bekannt. So, und dazu mache ich eine Sardine. Ich habe hier so, es gibt ja Sardinen und Sardellen. Sardine genau. Ist ja die größere Variante. Genau. Sardellen ist ja auch besser bekannt unter so Alici und so weiter. Genau, ne? Genau. Diese eingelegten. Und eine Sardine ist auch so, es ist jetzt kein teurer Fisch, ne? Es ist eher sogar der einfache Fisch. Mhm. Aber ich finde, auch daraus kann man aber was Schönes unterschätzt machen. Unterschätzt auch, finde ich, oder? Ja, Sardine. Ja. Ich meine, Sardine kennt man eigentlich bei uns hier in Deutschland eher in der Dose, ne? Ölsardine, sagt genau. Man dazu. Ne? Und, aber daher kommt auch dieses schlechte Image. Es ist ein super Fisch. Ja, das werde ich hier. Also ich habe das im Restaurant festgestellt, dass viele Leute sagen, Hermann, Sardine kann ich nicht essen. Ich wurde als Kind in Anführungsstrichen so am Familientisch immer gequält, ich musste sie aufessen. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass es da einfach schlechte Erinnerungen gibt aus einer Zeit, wo man noch nicht ganz so freundlich war am Essenstisch in der Familie so vor. Weiß ich nicht. Ich verstehe. Vor mir her. Und ich glaube, das kann durchaus sein. Es ist auch sehr also arbeitsaufwendig. Mhm. Du musst schon ein bisschen die Gräten so ganz fein putzen, mhm, und so weiter. Ne? So hat, ist es nicht. Hat auch vielleicht das schlechte Image mit Bunte und Gala zu tun. Diese Prominenten, die zur Eröffnung einer jeden Sardinenbüchse dann auch genau erscheinen. Und das in Sardinen. Und da muss man natürlich sagen, das will man ja auch nicht. Genau. Also ich nehme die Mittelgräte raus und dann machen wir eine Füllung aus hier so Schalotten, Knoblauch, bisschen Gamba, Calamaretti, die werde ich kurz mit anschwitzen und dann werde ich sie füllen, zuklappen, ja? Mhm. Und dann kommt obendrauf noch mal ein bisschen Masse und dann habe ich hier so Kräuterbrösel. Was ist das hier? Das ist Midepa, also Brotbrösel mit Petersilie, Estragon, Bohnenkraut und Rosmarin gemixt, dann wird es sehr grün und damit werde ich die gratinieren. Oh. Aber fein, fein. Ja, ne? Riechst du die Aromen? Ja. Sardine hat einen starken Eigengeschmack. Also, mhm, zu Sardine kannst du schon auch starke Aromen nehmen, mhm, ja? Oder Gewürze oder der, Kräuter. Der Kalamar geht ja da nicht völlig unter. Das ist ja geschmacklich relativ neutral. Kalamar, ja, aber Gamba unterstützt das Ganze nochmal. Okay. Du wirst schon sehen, es schmeckt wie so Meeresfrüchte in so einem Fisch gegart. Also, ja? Bin sehr gespannt. Viel Arbeit, ne? So, was du hier gerade machst, finde ich. Wer nicht wagt, der gewinnt nicht, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ali Güngermöss, meine Damen und Herren. So, und jetzt freue ich mich. Auf einen Hauptgang von Alexander Herrmann. Herzlich willkommen nochmal, Alexander. Sag mal, hast du da einfach eben Knoblauch unterm Tisch verschwinden lassen, so unauffällig? Schalotte, ja. Ein Schalottenabschnittstück ist mir runtergefallen und ich wollte mich jetzt nicht wegbücken. Ja. Und hab's mit gekonnter Übung mit dem Fuß so runtergeschossen. Lässig. Aber das ist in der Küche sehr bekannt. Nein. Generell in der Küche, der Koch macht gerne so. Nein, ne? Das macht alles, keiner. Was runterfällt, einmal. Nein, das macht keiner. Alle Straßenfußballer. Das ist der Balotelli. Das ist bei jedem anders. Ja. Das ist bei jedem anders. Guck mal, ist ja gleich beleidigt. Ne? Dann geht's direkt los. So, Alexander, gebackener Seeteufelbäckchen. Wie muss man sich das vorstellen? Ganz klein oder? Nö. Ist also, das etwas, was das Wort Bäckchen oder sogar Backe verdient? Die sind sogar jetzt noch mittelgroß. Also es gibt auch noch größere Bäckchen. Man sieht hier so ein bisschen diese Maserung, diese Struktur. Der Seeteufel hat ja einen unglaublich breiten Kopf. Und dementsprechend braucht er natürlich auch Kraft, hier richtig zuschnappen zu können. Und hat entsprechend und hat er diese Bäckchen, starke Muskulatur. Ja, und das ist gut. Die musst du schon braten, pochieren ist ein bisschen fad und am besten noch backen, weil die brauchen auch was Herzhaftes. Die sind auch von der ganzen Struktur, von der Maserung her so, dass sie jetzt nicht an Eleganz das Ganze überzeugend rüberbringen, sondern eigentlich vom Produkt her selber, weil es eine andere geschmackliche Tiefe hat. Und du machst uns, Alexander, hör mal genau zu, Ali, gebackene Seeteufelbäckchen mit Schmorzitronen-Vinaigrette. Ich glaube, das ist mit Abstand das längste Wort, das wir in der Sendung hatten. Schmorzitronen-Vinaigrette und Safran-Kartoffelstampf. Oh, bestimmt sehr lecker. Schmorzitronen-Vinaigrette. Und Safran-Kartoffelstampf. Dann machen wir hin. Schmorzitronen.
Okay, warm gemacht? Ich habe einfach Hagelsalz genommen, diese Zitronen draufgesetzt. Hagelsalz? Ja, also dieses grobe Salz. So. Hier, ja. Heißt so, ne? Ja, also nicht Meersalz, es ist ja meistens feiner und das hält nicht ganz so lange aus. Und das ist ja richtig grobkörnig. Und in die Auflaufform reingegeben und dann hier diese Zitronen einfach draufgesetzt. Und 160 Grad, 25 Minuten Umluft. Und jetzt ist es im Grunde geschmort. Vielleicht können wir das einmal zeigen. Ich kann es einmal anschneiden. Braucht da nur ein. Und dann machst du damit was? Eine Vinaigrette? Ja, also auf Basis dieser angeschmorten Zitrone. Zitrone. Weil die anders schmeckt. Man muss sich vorstellen, in dem Moment, wo die ja schmort, verändert sich dieser Säurehaushalt in der Zitrone, weil die ja mal warm war. Das mildert die Säure. Allerdings wird es auch intensiver, weil durch diese weiße Trennschicht und ein bisschen von der Schale mehr Geschmack reinkommt. Okay. Also sie wird herzhafter. Und wird, okay, ja, aber wird auch süßer dann irgendwie? Nein, nicht wirklich süßer. Aber einfach nicht so sauer. Wenn ich jetzt da so hindrück, dann kommt da auch wesentlich mehr Saft raus und dann kommt da auch dieses gegarte Fruchtfleisch im Grunde mit raus. Das kann man auch mitessen. Schau, da ist das komplett leer. Und wir können ja mal den Unterschied machen. Einfach mal diese geschmorte Zitrone mal probieren. Und dann sowas mal probieren. Nochmal eine frische, ja. Ja, habe ich hier, ne? Ja, das ist ein Löffel für mich. Den habe ich falsch rum angefasst, aber das ist deiner. Also wenn man jetzt einfach mal sagt. Doch, wir haben, weißt du, ich habe eine bessere Idee. Wir haben hier vorne in Reihe 1 eine hochschwangere Frau sitzen. Ja, super. Und es ist jede Sekunde damit zu rechnen, dass das Kind kommt. Und wir sollten sie mit Vitaminen versorgen. Ja. Oder? Ja. Wir sollten sie mit Vitaminen versorgen. Pass auf. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie wir das zur hochschwangeren Dame hinkriegen. Einfach hingehen. Wie findest du das? Wie findest du die Idee finde ich grundsätzlich gut. Ja, komm. Ich nehme noch einen zweiten Löffel mit. Ja, komm, schaffst du. Okay. Also, pass auf. Und jetzt sagt uns mal, wollen Sie gar nicht, sollen wir wieder abhauen? Essen Sie überhaupt Zitrone? Sehr gerne. Im Moment? Gern. Ja, Sie essen ja eh alles im Moment, ne? Wahrscheinlich. Ja. Also ich weiß, vielleicht können Sie es nicht genau erklären, wie der Unterschied sich darstellt, aber Sie können es ja mit der Mimik machen. Das ist jetzt die geschmorte Zitrone, okay? Die ist wie sauer? So. Herrlich, ja. Und jetzt, das ist jetzt die natürliche Zitrone, gepresst vom Star. Danke. Von wem? Das ist der Alfons. Das reicht. Das reicht so viel Vitamin C braucht die Dame. Kann ich wissen, für das Kind. Und jetzt? Wie sauer ist es jetzt? Das ist dezent sauer. Ja. Deutlich saurer, ne? Dezenter. Dezenter. Haben Sie auch so Gelüste im Moment? So? Ja. Mein Mann. Ja. Das heißt, Sie fahren nachts los und besorgen Speck. Was? Speck morgens um 3. Speck morgens um 3? Ja. Verstehe, wo kriegt man sowas? In der Schweiz wahrscheinlich an überall. An der Tanke. Überfällt man einen Bauernhof und sagt, raus den Speck. An der Tanke? Ja. Gut, was noch? Zitrone. Guck mal. Volker, wir können die hier lassen. Sehr schön. Also, wir kommen gleich mit richtigem Essen, ja? Mein Gott. Das ist schön, ne? Sie strahlt so. Hast du das gesehen, Alex? Und ausnahmsweise lag es nicht an dir. Es liegt daran, dass sie ein Kind bekommt. Ich glaube eher, weil die Zitrone so. Ja. Aber es ist wirklich so, dass der Unterschied zwischen der geschmorten und der nicht gegarten Zitrone, was deutlich, die Säure angeht, deutlich spürbar ist. Ja. Ne? So, Safran, Kartoffelstampf können wir uns irgendwie vorstellen. Ratschen wir nachher noch ein bisschen. Ja. Wir haben ja noch Zeit und begrüßen sehr, sehr herzlich Johannes King, meine Damen und Herren. Hallo. Der. Oh. Ja. Das ist Rotbarsch hier, guck mal. Der hängt sogar noch mal an. Das ist echt. Das ist Premiumware. Ja, Premiumware, ne? Das der uns einen gedämpften Rotbarsch mit Fenchel macht. Ja. Also Rotbarsch ist ja wirklich, das ist immer wieder ein Fisch, der leider durch Massenfang und wirklich unsinnige Industrieverarbeitung mit Pressspanplattenauflage zu irgendetwas verkommen ist, was wirklich der Rotbarsch nicht verdient hat. Der Fisch ist auf jeden Fall nicht schuld. Und, aber der ist überfischt, ne? Der Rotbarsch, soweit der ich ist weiß. Überfischt deswegen und vor allem weit draußen, weil die mit riesigen Netzen, und davon müssen wir irgendwann wegkommen, dass wir diese Großindustriefischerei haben. Das ist angelbare, küstennahe Ware. Ja. Und da, es gibt Rotbarsch. Aber wenn natürlich 2 Kilometer breite Netze durch die Meere durchtackern, die reißen alles weg. Ja. Und deswegen, wir müssen auf die Jahreszeiten achten. Es gibt auch bei Fisch Saisonzeiten. Genau. Und wir müssen diese einhalten und nicht gnadenlos abfischen. Und dann wird noch für Aquakultur 2 Kilo Fisch gefangen, um 1 Kilo Fisch zu züchten. Ja. Das ist ja das.
Man spricht ja immer wieder über dieses Aquakulturgeschichte. Das ist eine Halbwahrheit, sage ich einfach mal. Und solange wir 2 Kilo Fisch abfischen müssen, um 1 Kilo Fisch in der Aquakultur zu züchten, das ist doch völliger Schwachsinn. Und als Futter dann. Und davon müssen wir wirklich wegkommen. Und wir werden auch wegkommen. Wir werden uns der Verantwortung stellen müssen, jeder Einzelne von uns. Und langfristig gesehen müssen wir auch Saisonzeiten einhalten. So genug viel gebetet. Genau. Ja. Zu dem Thema. Ja. Und jetzt zur Frage, was machst du da? Schau mal, das sieht ja herrlich aus. Was ich heute mache, ja. Wie Bienenwaben, lass das mal so. Zeig das mal. Und zwar, ich habe Wasser und Zucker in die Pfanne gepackt und das runter reduziert, bis der Zucker fast sich auflöst. Dann den Fenchelsamen reingemacht. Genau. Und jetzt kommt gleich Butter dazu. Ja. Und dann löst sich das alles wieder auseinander. Dann habe ich schön karamellisierten Fenchelsamen. Okay. Also, komm. Wir dünsten heute den Rotbarsch. Und zwar habe ich vom Fenchel, vom großen Fenchel, habe ich diese Stiele abgeschnitten. Ja. Und ich habe das einmal in groß gehabt, den habe ich jetzt schon klein geschnitten. Und dann habe ich den so in fein und zart. Und jetzt muss ich einmal gestehen, ich weiß nicht, ob Maria es sieht, ich habe den heute Morgen im Garten geerntet. Wer ist Maria? Maria ist meine Gartenfee. Deine Gartenfee? Meine Gartenfee. Und Maria und ich, wir haben ganz unterschiedliche Auffassungen vom Gemüseernten. Ich möglichst jung und knackig und klein und sie möglichst groß und buschig. Und heute Morgen habe ich mich in den Garten geschlichen und habe den jungen Fenchel geerntet. Der ist unglaublich köstlich. Den hobeln wir nachher noch roh drüber. Super. Die kleinen Fenchelstücke, die dünste ich nachher gleich mit. Und das Fenchelkraut wird natürlich mitverarbeitet. Okay. Das kann man auch so essen. Das finde ich immer, ja, ist sehr lecker, ne? Absolut Bio-Ware hier. Ja. Und es gibt einfach... Hast du Butter hast du jetzt schon drin? Ne? Habe ich reingemacht. Jetzt dauert es noch mal ein klein bisschen. Ja. Wir haben ein bisschen zurückgeschalten. Mhm. Oh, Entschuldigung. Und dann nehme ich das nachher raus. Und dann bröseln wir das auseinander nach wunderbar karamellisierten Samen. So. Perfekt. Bin sehr gespannt darauf. Und der Fisch, der ist jetzt hier nur Deko, oder? Genau. Ich habe ihn einmal ganz gezeigt, einmal filetiert gezeigt. Und wenn man mal solche Rotbarschfilets kriegt, ne? Das ist wirklich Premium-Ware. Sag mal. Das ist wirklich, wo ist er? Da. Das ist Premium-Ware. Ja. Der wird da raufgelegt. Ich mache einen Fenchel-Butterfond, der wird raufgegossen, ab in den Ofen, dünsten. Dann gibt es nach Fenchel-Püree, das habe ich da hinten schon angesetzt. Den karamellisierten Fenchel, roh marinierten Fenchel und Fenchel-Butterfond. Fenchel und ein bisschen Rotbarsch. Mach doch mal was mit Fenchel, haben wir zu dir gesagt. Und zack, machst du das mit Fenchel. Rotbarsch ist das. Hier, die Stacheln jetzt sind giftig, ne? Die Stacheln hier? Ja, die sind wirklich giftig. Und um Gegengift hat es auch, wenn du dich erstichst, sage ich mal, kannst du mit den Augen hier, also mit den Fingern in die Augen reingehen, hast du wieder ein Gegengift. Ja, wirklich. Ja. Okay. Aber was löst das aus? Ist es Gift? Also wenn du es ist beim Drachenkopf, bei Raskas, oder beim Rotbarsch ist es so, dass die hier einen gewissen Gift haben, dass wir, du kannst, dein Finger kann er entzünden. Ne? Und du kannst, indem du... Ja, okay, ich mach's ja nicht, brav, ja, alles gut. Wir haben jetzt... Wenn du mit deinem Finger wieder ins Auge reingehst, ist ein Gegengift und dann ist wieder alles normal. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal gelernt, was es beim Fisch auslöst. Der ist nämlich danach blind, wenn der alle vorbeikommt. Definitiv. Ein Wahnsinn. So, Johannes, vielen Dank. Und wir begrüßen auf der Dessertposition sehr, sehr herzlich Stefan Marquardt. Stefan, hallo. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Und der Stefan macht uns heute auch was Feines. Habt ihr euch abgesprochen mit dem Fenchel? Ananas-Fenchelsalat mit Bananen-Safran-Eis und Kokos-Panna-Cotta. Genau. Hast du dir was vorgenommen, du? Reicht, oder? Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Ne? Ich meine, bei dir alle guten Dinge sind drei, bei mir ja auch. Ne? Ich habe ja auch schon zweimal versemmelt, bin ich fertig geworden. Ja. Vielleicht ist es ja heute das dritte Mal, schauen wir mal. Ne? Das stimmt. Aber es werden mit Sicherheit Teile fertig. Und ich dachte einfach, zum Thema, weißt du, das Schöne an der kreativen Küche ist einfach, wenn es mal völlig daneben gehen sollte, kann ich immer nur sagen, es gehört so. Ja, ist richtig. Naja. Ja. Aber wir haben hier die Erfahrung gemacht, Stefan, dass es für solche Zwecke sehr geschickt ist, wenn man den Titel des Gerichtes sehr im Nebulösen hält. Weil dann kann man hinterher sagen, was es eigentlich genau hätte werden sollen. Aber ja, also du hast dich ja hier sehr konkret festgelegt. Also Ananas-Fenchelsalat ist hier, ne? Ja, also das ist schon mal der Fenchel, der ist schon mal die halbe Miete. Ne? Das ist die halbe Miete. Und hast du mariniert irgendwie? Also pass auf, Fenchel ist ja nicht jedermanns Sache. Wir können ja mal einen Test machen. Wer von Ihnen mag keinen Fenchel? Also keinen Fenchel. Okay, das sind nachher mal die Kandidaten, die müssen nämlich nachher ran. Ja. Und zwar
Die ätherischen Öle sind den meisten Leuten zu viel. Und ich habe jetzt einfach einen Karamell gekocht, habe den Fenchel rein, die ätherischen Öle haut es voll raus, der Zucker geht rein und dann mit Limonensaft, Limonenabrieb und dann noch mit der Ananas, die spezielle Säure von der Ananas, darf die nachher noch reinkommt. Ja, kannst du gerne kosten, aber ist noch lange nicht fertig. Also es wird nachher Welten sein, glaub mir. Und natürlich auch das Fenchelgrün mit rein, das auch einmal wirklich mit aufkochen quasi. Mhm. Damit auch da die ätherischen Öle rausgehen. Und ich finde, es ist die perfekte Harmonie. Das haben wir ja damals, als wir keine Lust auf Dessert hatten, gesagt, wir machen jetzt einfach Dinge, damit sich die Leute die Dessert sowieso abgewöhnen. Mhm, ja. Und das ist eines dieser Teile, was übrig geblieben ist, der Ananas-Fenchelsalat. Und das Bananen-Safran-Eis, das ist einfach nichts anderes wie alles, was man so mit Banane verbindet. Chili, Ingwer, alles, was zur Banane passt, Orange, Schmand, alles in den Mixer rein, einmal durchmixen. Schmand. Das ist nichts anderes wie Sauerrahm mit ein bisschen Gelatine drin, ultra hoch erhitzt. Also schöne leichte Säure drin und das passt wirklich wunderbar dazu. Einfach mixen die ganze Gaudi und dann rein in die Fritteuse, die fast gesagt, wie heißt das Ding, in die Eismaschine. Gut, und dann hast du da nochmal so eine eigene Mahlzeit nochmal hinterher. Genau. Das ist ja schon mächtig, ja. Da kannst du natürlich mit reinpacken, was du willst. Wir machen jetzt ein bisschen Basilikum noch mit rein. Und ich denke halt einfach Fenchel, Safran, Orange, das sind einfach was Dinge. Was machst du da gerade? Ingwer, oder? Ingwer, was hast du da? Ja, weil der Alfons dabei ist, mach ein bisschen Ingwer mit rein. Eine kleine Reminiszenz. Und das Ding ist halt einfach, ist halt ein Dessert, was zum Fisch aus dem Meer passen soll. Und ich glaube, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Kann ich mir vorstellen. Ja, absolut. Hast du, Johannes, schon mal Dessert gemacht? Jetzt mal ganz bekloppte Frage, aber bei euch weiß man nie. Dessert, in dem Fisch tatsächlich verkocht war, verarbeitet war in irgendeiner Weise? Nee, Fisch nicht. Nee. Wir machen viel mit Krabben, weil das einfach da oben in die Gegend gehört. Aber zum Dessert sind wir damit noch nicht vorgedrungen. Also so kreativ waren wir bis jetzt noch nicht. Ja, ich traue euch das zu. Also, machen wir das nächste Mal nur Desserts mit Fisch. Meinst du, das würde ja gehen? Ja, klar. Ja, sag mal, wie? Also, das ist überhaupt kein Thema. Also, ich meine, ich nehme halt einen Fisch, der relativ neutral ist. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Tintenfisch. Ja? Tintenfisch. Ja, der ist ja relativ neutral, neutral, sag ich stimmt. mal. Ne? Ja, stimmt. Und, darf nur nicht auslaufen. Und wenn ich jetzt da hier gehe... Hier, bitteschön. Und wenn ich jetzt hergehe und mache zum Beispiel einen Karamell, Limonensaft, Zitronensaft... Moment, Karamell, Limonensaft... Saft, Zitronensaft. Ja? Schneide den Tintenfisch ganz leicht ein, schneide ihn auseinander, dass er eben ist und leg den quasi da drin ein. Und du den entweder bei Niedrigtemperatur garen, dass er wirklich auf den Punkt gegart ist und dann wieder eiskalt stellen. Und wenn ich den nachher in Streifen schneide, mach so einen geeisten Tittenfischsalat. Ich glaube, dass es hundertprozentig schmeckt. Und ich würde dir gestern aber hinterher erst sagen. Was es ist? Ja. Ja, weil die Vorstellung komisch ist. Die Vorstellung ist, oder? Ist grenzwertig. Ne? Für mich auch grenzwertig. Aber ich glaube, geht nicht, gibt's nicht. Johannes, was hältst du von diesem Rezept? Hast du zugehört? Ja, ich hab jetzt kurz zugehört und habe gerade überlegt, okay, was könnte man damit bauen? Und wir machen auch alles Mögliche wirklich mit Gemüse, und aber Fleisch und Fisch jetzt nicht unbedingt. Wenn ich jetzt ein ganzes Dessertmenü machen würde, zum Beispiel, ja, dann würde ich das mit reinbauen. Aber jetzt so in der, ich sag mal, in der klassischen Reihenfolge würde man mich erstmal damit nicht hinterm Ofen vorlocken. Ja, also wenn du da jetzt. Aber ich gebe Stefan da recht. Wenn man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt, genau, ne, dann hat man ganz andere Ideen. Also es gibt da zum Beispiel auch ein Sorbet mit Apfel und Gurke zum Beispiel. Ne? Das ist dann nicht süß, sondern das ist gemüsig auf einmal. Und das in Kombination mit etwas Süßigen kann ich mich sehr gut vorstellen. Spargeleis haben wir hier schon gegessen. Ja. Ne? Das kann man gut. Wir haben mal ein Leberwurst-Magnum gemacht. Das war auch top. Leberwurst-Magnum. Ja, war wirklich gut. War wirklich gut. Also mal grenzwertig, aber lecker. Aber richtig grenzwertig, oder? Ja, aber wo war das, im Dreiländereck oder wo? Ja, das haben wir auch, da brennt was an. Ja, da brennt was. Was? Alles gut? Alles gut? Ja? Okay. Ja, lecker, wirklich. Nicht schlimm, glaub mir. Okay. Ich lade dich mal auf Leberwurst Magnum ein und dann gibt's dann Leberwurst Magnum. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also, Stefan Marquardt, meine Damen und Herren. Oh, das sieht super aus, Ali. Lass uns einmal einen Blick drauf werfen. Alex ist auch gut dabei. Alfons ist, glaube ich, gleich fertig, ne? Alfons, bist du so langsam? Genau, Alex. Werfen wir mal einen Blick auf deine Sardinen hier. Hier ist die Füllung, ne? Ja. Schön Schalotten, Knoblauch, Pinienkerne angeschwitzt, ne? Calamaretti dazu, Gamba dazu. Ja. Einfach nur glasig werden lassen. Und dann die Sardine schön die Mittelgräte rausgenommen und das Ganze schön gefüllt. Jetzt gebe ich von oben ein bisschen so Zitronenabrieb drauf. Das gibt so ein bisschen schon eine frische Note. Ne? Und dann. Super. Und jetzt passiert mit denen was? Jetzt mache ich es so, lieber Markus. Jetzt streue ich hier so
bisschen Kräuterbrösel drauf. Und dann kommt es für 3-4 Minuten, wird es gratiniert. Und die Sardinenfilets, oder Sardine ist ja schon mal, die Sardinenfilets sind ganz dünn. Du brauchst nicht länger als 2, 3, 4 Minuten. Ja. Dann ist es fertig. Dann ist vorbei. Topglasig und fertig. Das heißt, wir warten zunächst mal, bis Alfons mit seiner Bouillabaisse soweit ist. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, so ist es nicht. Ja, ne? Genau. Du musst ja hier noch deine... Meine Fregola Sada. Fregola, genau. Aus Sardinien, ne? Ja, ja, Sardinien, genau. Schon klar. Aber die Fregola. Fregola. Mal schön hier einkochen. Alfons, was haben wir hier? Hier eine Mayonnaise oder was ist das? Ja, das kann Mayonnaise. So eine Rui, die ich gemacht habe mit Eigelb, ein bisschen... Ein bisschen normales Öl, ein bisschen Olivenöl, damit es nicht zu kräftig noch Olivenöl ist. Und dann ein bisschen Kartoffelpüree, also Kartoffel aufgekocht. Da haben wir ein paar Kartoffeln gehabt, die wieder reingegeben. Ein bisschen Knoblauch reingerieben, ein bisschen Ingwer reingeben, etwas Orange und ein bisschen Zitronenschale. Das ist eigentlich. Okay. Und. Genau, bringst mal einen Löffel mit. Probieren wir die Suppe, bitte. Die Suppe soll ich mal vorkosten für dich. Traust du der Sache noch nicht über den Weg? Ne? Du möchtest wissen, was noch fehlt. Ich sag's dir gleich. Sekunde. Temperatur. Nee, da fehlt noch der Fisch, finde ich. Boah. Geschmacklich ist das. Ich tue es ungern, aber ich muss dich loben. Das ist eine Eins. Das ist mir schon klar. Wirklich. Fällt dir jetzt mal schwerer. Ja. Ich finde ja, so eine schöne Fischsuppe kriegt man selten. Und sag uns noch einmal, was da jetzt genau drin ist. Also dieser schöne. Ich habe jetzt Safran reingegeben, habe ein bisschen Fenchel zum Schluss noch dazugeben. Man könnte jetzt auch so ein bisschen Anis-Fenchel-Likör reingeben. Aber wenn es aber so stark noch Alkohol polarisiert, ist eigentlich nichts. Sondern die ist, jetzt gebe ich praktisch die Brühe drauf. Und wenn der Fisch, wenn die Brühe richtig heiß ist und der Fisch wäre jetzt noch glasig, dann wird der auch schön, sagen wir mal, den Punkt erreichen, den er genau haben müsste. Mhm. Ich lasse jetzt noch ein bisschen was draufschauen. Und das zieht jetzt hier schön einmal durch, ja? Muss aufpassen, ich glaube, der Fisch. Alfons, ja, der ist okay. Noch. Der brennt sonst immer an. Gehen wir mal auf die Seite. Okay, also ich hole schon mal 4 Löffel, ja? Okay, pass auf. Hol schon mal 1, 2, 3. Lobbyblattl rein. Hier. Kommt ihr mal kurz dazu? Was? Alex, brauche ich auch hier. Wir sind alle schwerst beschäftigt hier. So ein Kohldampf. Du hast Kohldampf? Aber richtig Kohldampf. Ja, mir geht es auch oft so. Kurz vor Mitternacht, so geht es nochmal richtig los. Ja, genau. Kriegt man einen Wahnsinn. Und dann heute Fisch, richtig was Leichtes. Ja, halt. Und dann noch Suppe. Löffel. Jawohl. Löffel, Ali. Alter Fein. Ich habe auch Kohldampf. Hast du auch Kohldampf? Ja, klar. Deswegen ein kleiner, fast mitternächtlicher Snack hier. Zack. Du ein bisschen eintauchen, wenn du möchtest. Ja, unbedingt, ey. So, ihr habt jetzt einen Knoblauch und einen leichten Orangengeschmack drin, ja. Also es geht, der Fenchel geht da gut dazu und so ist das ein bisschen sehr gut. Ein harmonisches Miteinander. Einfach sagt noch mal den Kollegen ganz kurz, was ihr in der. Also ich habe hier Eigelb mit süßen und mit scharfen Senf hochgezogen mit 2 Drittel normalem Öl, 1 Drittel Olivenöl. Habe dann Kartoffel weich gekocht, habe die praktisch durchgequetscht und habe es dann runtergegeben zur Bindung, damit es nicht zu ölig ist, nicht zu schwer ist. Habe dann reingegeben ein bisschen gesleisten irgendwie, ein bisschen Knoblauch reingerieben, ein bisschen Chilisalz dazugeben und eben ein bisschen Orangen- und Zitronenabrieb. Und so eine Soße kannst du auch jederzeit zu einem Hähnchen, zu einem Rostbeef, zu geräucherten Fisch, zu allem möglichen essen. Ja? Super. Stefan, glaube ich, hat ein bisschen Stress da hinten, oder? Machst du zuerst? Dann kannst du gleich wieder los. Oder wer von euch hat... Also ich würde vorschlagen, wir gehen damit los. Wir haben für dich schon mal Vorbereitungsarbeiten gemacht. Wir haben schon ein bisschen was angefangen für dich. Wie die Gerichte gehen, du kannst dann weitermachen. Ich mach dann weiter. Und wir gehen mit der Suppe schön nach hinten. Ja. So, auf Wiedersehen. Sehr lecker, wirklich sehr lecker. Also man könnte jetzt hier ein bisschen Olivenöl draufträufeln, wenn man möchte. Man könnte auch ein Pesto draufgeben. Aber ich wollte diesen Geschmack jetzt nicht zu, sagen wir mal, zu stark noch Pesto treiben. Ja? Pesto, ja, das habe ich schon drauf gemacht. Aber wenn du jetzt das isst und Pesto, dann entweder Pesto, aber dann das weglassen. Ja. Sonst ist zu viel. Oder ein paar Tropfen Olivenöl, das könnte man noch machen, das muss man aber nicht. Machen die Franzosen das auch? Ja, es gibt ein paar, das von, ja, Pesto kannst du da drauf geben. Pesto, ne? Ja, ja, genau. Pesto ist? Aus Petersilie gemacht, genau. Ohne Basilikum. Mhm. Okay. Sehr lecker, also, vielen Dank. Sehr lecker, vielen Dank. Was sagt Stefan? Absolute Bombe. Alle können wir reinlegen.
Ja, super. Aber ich habe hier Paprika drin. Aus der roten Paprika, der Ruiz d'Anjou, die die Franzosen kriegt. Klassiker ist normalerweise ist mit Paprika, roten Paprika, Safran. Mhm. Dann wird das Kartoffel als Bindung hergenommen. Mhm. Ja. Und früher haben sie auch zum Beispiel Fischleber genommen, auch als Bindung. Und dann alles im Mörser, ganz fein gemörsert und dann dazugegeben. Ja. Also das finde ich auch, das ist eine ganz kleine Kleinigkeit, ein Beiwerk dazu, aber mit diesem Gehackten, ich kann ja mit dem Sushi irgendwie gar nichts anfangen. Aber da ist es lecker. Der Hammer drin. Großartig. Dieser Gesleiste, dieser Feingehackte. Ja. Das ist super. Richtig gut. Das ist ein Alfons-Schubeck-Kultklassiker. Ja, ne? Das ist einer von deinen Kultklassikern. Und da muss man auch sagen, die, wann hast du das erste Mal gekocht? Ich mache das aber auch gerne mit Süßwasserfisch. Ja, ja, ja. Aber wann hast du das erste Mal gekocht? Und wenn jetzt einer sagt, er möchte gerne eine Rahmsuppe haben, dann gibt er ein bisschen Lasagne rein, ein kleines Stück Butter, mixt es auf, das ist eine wunderschöne cremige Suppe. Ohne, dass du dich stark binden musst. Ja? Mhm. Und dann lieber ein schmäleres Gefäß nehmen, dass die Suppe sehr stolz rauskommt, nicht, dass da drin liegt wie so ein Wasserlacker. Und einfach in kleinen Portionen servieren, dann hat man eine schöne Fischsuppe. Alfons, kannst du den werdenden Eltern da vorne mal eine Fischsuppe bringen? Wo? Schau mal, da vorne. Ja, die schreien jetzt schon. Werdende Eltern, die brauchen dringend jetzt mal. Die sind völlig unterzuckert. Einfach mal eine schöne Portion Fischsuppe. Und gerne auch natürlich an unsere anderen Gäste. Aber du weißt, Schwangere haben hier natürlich Vorfahrt. Das muss ja so sein. Wir wissen ja nicht, wie lange sie noch hier bleibt heute in der Sendung. Kann ja zwischendurch plötzlich weg müssen. So, Alfons, bedanke mich sehr herzlich. Ali, bist du soweit? Bist du schon? Gleich. Gleich. Paar Minuten noch. Ich schmecke das Gemüse jetzt. Wir bleiben bei dir. Genau. So. Komm, warte, dann mache ich das gleich fertig. Haben Sie Lust auf ein Gläschen Prosecco oder sowas? Ja? Ja? Gut. Sollen Sie kriegen? Und ich schaue mir das eben noch mal genau an. Also, ein Sardinen mit Gamba Calamaretti Füllung und Tomaten Fregola Sarda Ragù. Genau. Fregola Sarda, das ist eigentlich das Ding, das geht. Ne? So, das ist das, was wir hier haben. Genau, ne? Fregola Sarda. Sehen wir alles drin, die Tomaten. Das ist ja eigentlich eher fast schon Risotto, gell? Das ist ja... Kannst auch so sagen. Ja, gut, Risotto ist ja aus Reis und das ist ja eher aus Nudelteig, ne? Ich habe jetzt so noch ein paar optisch meine ich jetzt. Ja. Das ist ja, ja, ja. Schön schlotzig. Total. Schön schlotzig muss es sein, ja, weil ich habe ja gar keine Soße, deswegen habe ich das extra so ein bisschen flüssig gehalten. Da habe ich noch frische Tomatenfilets reingegeben, Rucola, ein bisschen Estragon dazu, dann hier ist Zitronenthymian drin, ein bisschen Orangenschale ist dabei und am Ende ein bisschen Parmesan. Und ich probiere mal. Kann man essen. Kann man essen? Kann man essen, ja. Hast du deine Sardinen schon drin? Die sind schon im Ofen, aber wir sind gleich fertig. Da geht's aber richtig ab, ne? 250 Grad, ja, einmal mit Dampf. Mach mal auf, bitte. Soll ich aufmachen? Pass auf, wir schauen dazu. Guck mal. Wusch. Ja, der sieht doch geil aus, ja, da komm ich leider nicht mehr. Leider geil, sagt man dazu, oder? Ja. Also. Sag mal, Ali, brauchst du die nicht für irgendwas? Nee, ich bin schon fertig. Auf jeden Fall schön gratiniert. So, wir kommen jetzt raus, ne? Nee, wir sind soweit. Mach mal die mal schön kalt, sorry. Genau. Was sagst du? Moment noch. Vielleicht noch eine Minute. Muss schon eine sein. Eine Minute noch? Okay. Großartig, wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich eigentlich nicht geben. So. Nur einen so. Topf und dann weitergeben. Bis da oben hin zu dem Herrn. Wenn es geht, Brot halt geben auf. Alfons verteilt gerade Fischsuppe. Oder Schnaps. Was sagst du? Wenn du möchtest, kannst du mal die Schmorzitronenvinaigrette probieren. Die Schmorzitronenvinaigrette, ja. Wenn es einen Moment dauert, sonst. Ja, ja, ja. Nee, ist gut. Man sieht auch, dass das jetzt so ein bisschen emulgiert hat, weil ich habe das Zitronenfleisch mit drin. Angeschwitzte Schalotten. Ja, ja, es ist gescheit sauer. Boah. Ja, ja, jetzt komm. Weißt du, nee, ich esse das wahnsinnig gerne, aber. Oh. Nein, das ist gut so. Ich weil weiß. Weil das dann nachher mit dem Seeteufel und natürlich auch mit dem Püree wunderbar funktioniert. Aber merkst du diese Herzhaftigkeit? Jetzt hör mal, also die schwangere Dame hat sich ja also nicht so angestellt wie du jetzt. Ja, nein, ich bin da empfindlich. Ich habe da andere Rezeptoren, weißt du. Das sind einfach empfindlicher. Das sind die feinfühlige Seiten, die wir auch Köche ab und zu mal so haben. Ja, aber ihr tarnt sie sehr geschickt. So. Diese andere Seite. Mal probieren. Jetzt komm. Toll! Ja, ich habe doch nichts anderes gesagt. Es ist nur unglaublich. Ich hab gesagt, du hast nichts, aber geschaut hast. Schau, pass auf, so hast du geschaut. Nein. So hast du gemacht. Und jetzt zieht's dann einfach alles zusammen. Ich kann's ja, nicht, das muss ja so sein. Es kommt ja nachher aufs Bäckchen und das Bäckchen will, wenn es ein wenig zieht. Alexander, es ist super, es ist sensationell. Es ist kurz davor,
pick süß zu sein. Sieht alles gut. Einmal, ne? Es ist sehr gut. Ich bin mal gespannt nachher mit dem anderen dazu. Genau. Ja, ich weiß, was du damit bezweckst. Ich habe meinen Rotbarsch gerade. Schau, hier, da. Naja, der ist Franke. Ja. Wir sind Leiden gewöhnt. Ich bin froh, aber dass ich in nicht... In der Kombination besteht top. Ja, aber du findest auch, es ist richtig sauer, ne? Nee, ja, richtig sauer. Sehr, es ist super. Ich freue mich drauf, Ali. Ja, aber erstmal gehen wir jetzt zu Ali, der. Oh, das sieht klasse aus. Johannes sagt schon, oh, das sieht klasse aus. Mhm. Sehr gut. Sagt laut, also. Sehr gut. Wie nennst du das Gemüse? Fregola Sada Tomatenragout. Sehr gut. Kennst du Fregola? Kennt ihr? Sagt euch was? Ja, natürlich. Als alter Italiener. Das ist sehr gut. Sehr würzig. Ja, super. Ein bisschen heiß, aber sonst ausgezeichnet. Aber nicht zu würzig, ne? Ja, das ist eine leichte Schärfe hinterher. Jetzt tranchieren wir mal die Sardine. Ne? Kann was. Top. Sehr top, gut, top, top. Gut. Ja, absolut. Sardine ist Ragout ja, hinten. Sehr gut. Das ist jetzt probiert schon. Top. Eine Füllung, ne? Die Füllung ist sehr gut auch. Das Gemüse kam schon mal super an. Hast du da Pinienkerne, sehe ich da, ne? Ja, oben drauf. Karamelletti, Pinienkerne, Gambas, Schalotten, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Cayenne, so. Zitronensaft. Und erstmal kurz glasig anschwitzen. Mhm. Und dann die Sardine damit füllen. Super. Man schmeckt die Sardine. Die Fregola Sada, schön pikant zwischendrin. Klasse. Gelungen. Calamaretti ist gelungen. Ja? Schönes Gericht. Sehr schönes Gericht. Jetzt sagen wir, soll ich dir auch noch ein bisschen was tranchieren, oder? Das wäre sehr nett von dir. Ja, ich tranchiere dir noch ein klein bisschen. Aber du hast ein bisschen Angst, ne? Wieso? Ich hab's dir angesehen. Ich hab nie Angst. Du warst nervös. Ich hab Respekt. Oder so. Ich hab nie Angst. Aber du warst so ein bisschen, heute habe ich gesehen, ein bisschen kommt angespannt. Dann die Ente ran. Nee, weil das kommt doch dann die Ente ran? Ja. Die Ente war auch gut, ne? Na, der Ali ist ein ganz toller Koch. Danke. Aber das ist natürlich sehr schwer bei diesen ganzen feinen Dingen, die da so sind, immer den Garpunkt genau so zu erwischen, dass es dann wirklich passt, ne? Oder? Musst du echt auf Zack sein. Super. Also sehr, sehr gut. Kompliment. Also mehr geht nicht. Ich würde auch sagen, diese Nudelgeschichte ist genial. Finde ich super. Sardinen mag ich überhaupt nicht, aber also sind sehr, sehr, sehr lecker. Ich wollte es gerade sagen, super. Selbst Menschen, die nicht so gerne Sardine essen, würden da sagen, so geht's. Die Geschichte, wo man wirklich Leute von Sardinen mal begeistern, überzeugen kann, weil die sind natürlich schon speziell, so eine Sardine. Ne? Ja, aber es ist kein teurer Fisch. Nein. Der kostet Kilo für den normalen, 7 Euro, 8 Euro, kann man sich ja... Nur die Leute, die wollen sich die Arbeit nicht machen. Ne? Aber wenn man das will, wenn man das macht, dann ist es wirklich ein super Fisch. Toll. Ja. Mhm. Alexander? Also vor allem dieses... Ja, sagt man eigentlich Pasta-Ragout, oder? Kann man so sagen? Nudel-Ragout? Ja? Finde ich großartig. Ich stehe genau auf solche Art von Nudeln, die so viel Biss haben. Ich bin ja auch so ein Risotto-Fan. Das ist dieser Schmelz und dann diese Soße. Sehr schön. Diese Soße. So, die Soße. Also. Ali, ein bisschen was ist ja... Ein bisschen was konnte man noch retten. Kannst du das mal netterweise an unser Publikum verteilen? Mach ich. Wir haben nur noch Soße. Hättest du ein bisschen Brot mitnehmen können? Was hast denn du für ein Problem? Ja, nimm da eins, aber vorsichtig, gell? Eintauchen musst es. Ist warm, ne? Der Alfons. Der Alfons schafft es selbst beim Essen verteilen, eine gewisse Drohkulisse aufzubauen. Drohkulisse? Ne, Alfons? Selbst wenn du etwas Gutes tust, Essen verteilst, schaffst du es, so eine gewisse Drohkulisse aufzubauen irgendwie. Wenn du durch die Reihen gehst. Nimm es, nimm es. Sehr gut, komm mit. Ja. Na? Das Gemüse ist für mich der Favorit. Das Gemüse ist für dich der Favorit? Mhm. So, weil es einfach endlich stimmig ist. Mhm. Alexander ist auch, glaube ich... Ich bin so in den letzten Zügen. In den letzten Zügen, ne? Also wir können weitergeben, bitte. So. Wie geht's? Ich habe ein bisschen viel Krach gemacht. Sorry, tut mir leid. Aber nee, ist alles gut. Das ist fertig. Johannes, lass uns einmal bitte einen Blick werfen auf dieses... Fenchelpüree. Püree. Fenchel, einfach klein schmoren, bisschen Butter, bisschen Zucker.
bisschen. Was hast du da? Warte. Das ist hier. Pastis. Ach so, ja. Da ein bisschen Pastis mit rein. Okay. Ablöschen. Mhm. Zack, Deckel drauf, schmoren lassen, ab in den Mixer rein, ganz fein pürieren. Schau mal die Konsistenz. Wo ist es hier? Da. Keine Flüssigkeit, nichts dazu, Deckel drauf. Da bleibt genügend Feuchtigkeit drin. Nachher den Deckel runternehmen, damit das Wasser rausgeht. Toll. Und der Fisch, schön so schlotzig, wie wir sagen. Der, ne? Und der Fisch, der braucht ein bisschen. Fisch ist drin? Kalt. Ja, er wird gerade warm gemacht nochmal. Okay. Da sind aber auch richtig Umdrehungen drin im Moment, ne? Ja, das musste ja passiert werden. Genau. Richtig durchs Sieb durch, dann hier rein und jetzt wird es langsam wieder heiß gemacht. Und dann entweicht auch. Und dann kommt hier nachher. Aber ich zeige jetzt nachher, was da kommt. Genau. Alkohol ist nicht mehr drin, das wird abgelöscht. Wenn man den Fenchel anschwitzt, das meine ich ja, immer muss Alkohol der weg. Rauf, ablöschen und dass er rauskocht. Okay, genau, weil so ist es im Moment. Geschmack vorher mal drin lassen. Sehr gut. Fertig? Der Hammer, oder? Quatsch. Ja? Ich glaube auch nicht, aber es ist so. Ich habe alles. Ich habe die Panna Cotta, ich habe den Salat. Du bist nicht fertig, du bist fix und fertig bist du. Das ist der Hammer. Also das ist die Wahrheit. Ich bin selber völlig überrascht von mir. Ne? Also, ich würde mal sagen, wir könnten, ja, ich muss jetzt mit der Soße vanillisieren. Und das ist schon mal sehr, sehr schön. Warte mal. So. Jetzt ich drehe es mal noch so ein bisschen. The Rocky Mountains bemoost. Wie war das? Bestimmt. The Rocky Mountains bemoost. Alter, das ist wahr. Also, da kommt mal Farbe ins Spiel. Das sind jetzt mit Kräutern gebackene Seeteufelbäckchen. So. Unten drunter ein Kartoffelstampf mit Safran und drumherum eine Schmorzitronenvinaigrette. Tja, und? Jetzt müssten wir es essen, ne? Typisch fränkisch. Bist du zufrieden? Ja. Werde ich jetzt dann nachher gleich sehen, ob sie probieren. Doch, ich bin also sicher. Schau mal. Hast probiert. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Schmorzitronenvinaigrette. Ja, das. Ich habe mir für alle Löffel mitgebracht, da geht am meisten drauf. Heute drin, völlig durch. So, ich glaube, wir müssen den Ofen noch ein bisschen hochdrehen. Sie müssen für zwei essen. Das ist da nix. Das ist der Hammer, ne? Super. Ich mach mir schon, das ist ja gut. Die sardische Nudel. So, Alfons, du hast probiert. Ich hab schon gerade. Du hast schon? Ja, ja. Ali? Also, ich finde, die Bäckchen schmecken wunderbar. Boah, das sieht ja optisch ja super aus. Ja, optisch echt ein Knaller. Super. Dann. Sehr gut. Die Safranpüree ist sehr gut, aber die Soße ist mir zu sauer. Die Soße ist dir zu sauer. Können wir das noch mal laut sagen? Die Soße ist dir zu sauer. Und weißt du warum? Die erschlägt ein bisschen diesen Feine vom Safranpüree und nimmt diesen saftigen Backerl ein bisschen den Speed raus. Ali hat genickt. Entschuldige, ist nur fürs Protokoll. Alexander, es kann alles noch besser werden. Also pass auf, ist mir schon klar, dass ich dieses Feedback vorher schon herausgereizt habe. Ja? Also, könnt erzählen, was ihr wollt, die Säure muss so sein. Nein, ich koste jetzt gleich alles. Sag mal, ich gebe dir recht, die Säure muss so sein. Die Säure muss so sein. Aber einen Tacken Zucker hätte nicht geklappt. Ja, könnte man reinmachen. Ja, okay. Reinmachen. Aber was sagt Johannes? Mir fehlt auch gerade ein ganz klein bisschen Zucker. Ich glaube, ich würde es ein bisschen ausschütten. So 1 bis 2 Kilo oder was? Olivenöl, ne? Ein bisschen Olivenöl noch rein. Nicht wie bei Horst. Ein bisschen milder wird. Ja, mach 2 Kilo dazu, ja. Nee, weil das Olivenöl, wenn du reintust, emulgiert in dem Fall, weil die Zitrone innen drin. Mach nicht den Fehler und probier es so. Und dann ist dieses Öl, was wir hier haben, zu bitter. Und dann wird es noch bitterer, weil wir ein Schmorzitronenvinaigrette haben. Okay. Und die Schmorzitrone hat schon was leicht Bitteres von der Schale. Weißt du, was ich immer reinmache? Ich mache Butter rein. Darf ich? Will ich aber nicht. Darf ich mal probieren jetzt? Ja, freilich. Ja? Aber hier die Pfanne. Man hat es sehr, sehr gut. Eine Päckchen sind sehr gut. Ja, absolut. Päckchen sehr saftig, perfekt gebraten. Das Püree, wenn du alleine probierst. Die Päckchen sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß, dass das ja hier wieder vorne ist. Eigentlich muss das Gericht Zitronenvinaigrette mit Päckchen und Püree sein. Was ist das? Ja. Kokos? Ne? Kannst du ja andersrum schreiben? Bananensaft. Aber warum ist das so? Das ist ja Vinaigrette. Haben wir meinen Fisch? Wenn du da den Kartoffel siehst, wenn du den. Den musst du hochdrehen. Das ist wirklich super. Den hat er mir so nach. Du musst einfach. Sonst wird es ja langweilig. Die Schmorzitrone soll ja da sein. Also wenn das langweilig ist. Ja, zusammen.
Verstehst du? Es ist überhaupt nicht mein Gericht. Okay, ich gebe dir eine tolle Idee, wirklich eine super Idee. Ne, mit dem Kartoffelstampf und auch aber mit dem Zitronenbecken. Aber Ali, sag doch, was du eben gerade gesagt hast. Du hast es ist gesagt, zu sauer. Es ist zu sauer. Mir ist es zu sauer. Du, die Vinaigrette erschlägt ja, das Ganze. Mir geht es nur darum, dass ich irgendwie vorhin so übel behandelt worden bin. Du schmeckst nur Safran. Übel behandelt worden, überhaupt nicht. Also. Machen wir mal ein Spiel. Ja, pass auf, was ist das hier? Ja. Was ist das? Das ist ein Kartoffelstampf mit Safran, etwas Knoblauch und Sesamsamen. So, und wenn man das wirklich alles zusammen isst, ja. Findest du das sauer? Ja. Ich hab's sauer. Wenn man, aber du kannst jedes einzelne essen, es ist super. Also, aber wenn man das wirklich alles zusammen isst, dann fehlt nur noch so ein Pfund Zucker. Das ist Dann kannst der Stefan als Dessert servieren. Ja, perfekt. Perfekt. Ja, geht's gar nicht. Ist alles klar. Also, jetzt passt er mal auf. Entschuldigung. Ja? Also. Nimm mal einen Löffel voll. Nimm mal einen Löffel voll. Ich will keinen Löffel voll. Du kannst doch da was drüber tun. Und wenn du das zu viel isst, dann nimmst du halt weniger auf die Gabel. Nimm einen Löffel voll. Meine Herren da. Ich bin halt nun mal. Ich würde mir das gar nicht hingeben. Ja, du. Aber ich. Dann nimm einen Löffel voll. Ich hab schon einen Löffel voll gegessen. Nimm einen Löffel voll. Und jetzt pass auf, schau her, und ich werde keine Miene verziehen. Komm, ganz in den Nabel. Hey! Lass es doch. Alex, bitte. Was, ja. Können wir denn noch mal einen Großaufnahme machen? Was schwitzt du denn so? Sag mal. Das sind von Ihnen die Geschmacksnerven, die es gerade rauszieht. Also, ja, ne? Was sind das für Zitronen? Das nicht normale. Wenn du die Wiener kennst. Mach den Mund auf. Gibt er ganz wenig. Aber neutral, sonst gibt er gar nichts. Okay. Doch, die isst gerne Zitrone. Also die einzige Person. Die Kamera ist direkt auf Sie gerichtet. Bist du doch gekommen? Jawohl! Ja! Ja! Eine Frau mit Geschmack in erster Reihe. Moment! Hier müssen wir die Gesichtszüge gerade reparieren. 50-50. Okay, bestanden hier. Gut. Vorsicht. Wir bräuchten noch ein Opfer. Ja. Wer möchte, dass ihm die Schminke nicht aus dem Gesicht fällt? Ist ja unglaublich, was hier passiert. Wenn du nicht neutral bist, poliere ich dir die Brille. Mach den Mund schön auf. Ah. Ich esse gerne sowas. Komm her, noch mal. Wo bist du? Wer war da? Entschuldigung. Ich rasiere dir den Bart, ich sag's dir. Alfons? Ich komm gleich wieder. Alfons, du gehst das wirklich falsch an. Du darfst nicht Frauen fragen, weil die sind alle sehr pro Alexander George Clooney Herren. Darfst du nicht machen? Bei ihm war es halt so sauer. Ein was? Fehler. Du gehst es nicht systematisch genug an. Nimmst du, du hast mehr Erfolg. Ja, ich bringe dir die Löffel wieder. Das Rezept haben. Nee, aber Alex. Ohne Zitrone. Alex, können wir. Super Rezept, aber ohne Zitrone. Alex, können wir der. Eigentlich hatte ich das Essen für Sie vorgesehen. Genau. Wollen Sie immer noch? Ja, ne? Haben Sie immer noch diesen Zitronen? Ja. Ja? Okay, ach, pass auf. Mach eine große Portion, einfach nur mit Zitronen und ein bisschen Fisch. Sie, ja, hab schon noch was drauf. Haben Sie Lust ja, darauf? Gut. Nein, das ist gut. Da kann Ihnen auch nichts passieren, weil bei so viel Säure hat keine Bakterie auch nur eine Chance. Da kann überhaupt nichts schiefgehen. Ja, das hält jung. Ja, jede Bazille. Aber ich habe noch keinen Fisch mehr. Ah, den muss ich rausbraten. Hast du keinen Fisch mehr? Ja, doch, kann ich rausbraten. Aber weißt du, wenn du da die Amalfi-Zitronen nimmst oder die mallorquinischen Zitronen nimmst? Perfekt. Das war's. Wenn ich die Amalfi-Zitrone nehme. Oh. Ist halt so. Verstehst du? Oder gegen den Supermarkt immer Zitrone. Das ist genau. Das ist witzig. Das ist witzig. Und wenn die biologischen auf einer Seite gestreichelt wurde. Biologische geht auch nicht. So, kann man zum Rotbarsch gehen? So, Alex, bist du super Sendung. Ja, ich bin gut dabei jetzt. Ja. Und Ihnen wird es schmecken. Ja, euch rein. So, nein, guten aber, Rutsch übrigens noch. Guten Rutsch? Ja, bin wegen der Schwangerschaft, wenn es soweit ist. Achso, ja, hast du recht. Du, aber ganz ehrlich, also. Ja, aber das ist doch. Das nein, es war gut. Es war sehr, sehr gut. Na, also. Es war wirklich gut. Alex, es war wirklich gut. Nein, es war gut. Ja, es war gut. Ich bedanke mich für die Performance beim Herrn Schubeck. Ja. Was sagst du, Alfons? Dieser Kartoffelstampf mit Safran und Knoblauch.
der war richtig gut. Und den kannst du ganz alleine wegputzen. Obwohl die Spargel perfekt gebraten waren. Sehr gut. Und sagen wir mal, die Marinade kann jeder separat nehmen, wie er will. Mhm. Dem einen schnürt, schaut, hier schnürt jetzt die Kette ab da oben. Siehst du, das wird ganz blau im Gesicht. Hast du ja so eine schöne Farbe gehabt. Tja. Jetzt glühen dir die Arme schon. Ganz schlimm. Soll ich das übersetzen für Sie? Ohrwaschel? Ohrwaschel. Ohren. Aber nur. Karamellisiert. Wo kommen Sie her? Ohrwaschel. Woher? Karamellisiert. Mhm. Aus Celle. Okay. Ja. Gibt's da auch so eine Zitronenmarinade? Nee, die haben keine Amalfi-Küste. Ja. Kennst du diese? Das ist ja schön. Das ist schön. Und einmal mixen. Ich hole das jetzt gleich raus. Wo soll ich mixen? Ich rette den Fisch gleich. Absolut. Ich glaube, wir können loslegen. Die Dame aus Celle. Nochmal ein Tellerchen. Für meinen Fisch. Mixer ist da. Vor Sie bitte. Boah, ich habe irgendwie so einen Hunger. Jetzt lass mal ich essen, auch. Mensch. So, jetzt gibt's Essen. Sorry. So. Jetzt gibt's Rotbarsch. So. Rotbarsch, jetzt geht's los. Oh, oh, Vorsicht, heiß, 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 heiß. So. Jetzt machen wir das so. Unser Fenchelpüree da unten rein. Ja. Das ist eine ganz tolle Konsistenz, dieses Püree. Wieso ist es so wahnsinnig, so schlotzig, so flüssig, so glasig, so. Keine Flüssigkeit zusätzlich dazu, nur Eigenflüssigkeit. Erst mit Deckelgarn, dann ohne Deckelgarn. Pürieren, passieren und noch mal ein klein bisschen heiß rühren. Schön. Das braucht sonst nichts, gar nichts. Nein, ich nehme nur Kartoffeln zur Bindung. Ja, ja, ist schon klar. Mhm. So. So. Ein bisschen von so einem Fenchel rein. Ich finde, das ganz wichtig ist, in welchem Gefäß das man schmort. Also hier ist es wirklich ganz simpel. Man könnte das jetzt auch sollte dämpfen. Sollte jetzt ein Witz sein. Ja, ich weiß. Hinten also, vorne nicht angekommen, ja. Ja, ja. Man könnte das jetzt auch dämpfen. Und wirklich richtig dämpfen, im Dämpfer. Ich wollte das absichtlich in dieser Glasschüssel drin lassen, damit man ein bisschen was von der Seite sieht. Ali hilft mir ganz kurz. Ja, ich helfe dir gerne. Wir haben Hunger. Ja, wir haben Hunger. Aber wir haben eine Kamera, die kommt auch von oben. Wir brauchen trotzdem die Soße. Hast du Mixer? Ja, Mixer neben mir. Okay. So. In dir. Sag mal, du bist vorhin auch für die Gäste. Johannes, kann es sein, dass du hinten und vorne nicht fertig bist? Und was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich? Ja. Auf den Fenchel aufgepasst. Guck mal an, wie toll der aussieht. Das gibt's ja nicht. Gewartet. Gewartet, ja. Chef? Jawohl. Können wir schicken? Oui. Voilà. Na, wie immer. Wie immer? Ja, er hat können wir oui. Schicken? Ja. Ja. So, die Küchenspeise machen wir ganz nett, gell? Das ist schön, Scheiße, das mag ich immer, wenn man live sieht, wie gekocht wird, ne? Freunde, es ist warm hier heute, ne? Wollt ihr ein Bier? Ja. Ja? Ja, gute Idee. Doch, ein Bier? Ja. Na, ich hätte gerne noch mal so Leber geschmackt. Nee. Hätte ja sein können, dass du aus Glaubensgründen kein Bier trinkst. Hast du den probiert? Ich hab probiert, sensationell. Hab ich so, wirklich. Johannes, ein Bier? Hab ich zum ersten Mal gegessen. Ah, nee, ich trinke kein Bier. Was machst du denn? Wasser. Wasser? Mhm. Was nimmst du? Irgendwas mit Zitronensaft oder so? Jetzt geht's los. Das wäre ganz nett, eine heiße Zitrone. Ja, heiße Zitrone, ja. Wieder blau Ingwer. Eins, zwei, drei, vier. Du nimmst ein Bier, ne? Alles, was er trinkt, trinke ich nicht. Komm, vier Bier, fünf Bier. Fünf Bier. Alexander, probierst du erstmal? Ja, ich hänge hier gerade noch am Bäckchen, aber ich komme. Ich tue das nur schnell raus. Ja, Rotbarsch ist so ein toller Fisch. Aber das gibt's doch gar nicht. Dreht man sich einmal weg und dann ist der Fisch schon wieder verputzt hier. Nee, ist nicht teuer. Nein. Hast du schon probiert? Nein, ich habe noch nicht probiert. Aber meine Meinung tut hier auch nichts zur Sache. Komponenten vielleicht probieren. Ali hat probiert. Ist mal, ich habe doch gleich noch ein Stück. Was mich freut ist, so neuerdings ist euch meine Meinung manchmal auch wichtig. Wahrscheinlich, weil ihr das Gefühl habt, dass ich immer freundlicher bin. Ja. Ich wollte nämlich sagen, irgendwas steckt da dahinter. Da steckt irgendwas dahinter, irgendwas Gemeines. Ist dir aufgefallen, dass du neuerdings die Meinung vorgibst? Ja. Warte mal, wir machen eine Portion drauf. Also ich lasse keinen Versuch ungenutzt, die anderen Leuten aufzudrängen, aber das heißt ja nicht. Ja, das heißt ja auch deine Sendung. Guck mal, ja. Hast du das jetzt flambiert da, das Ding? Nee. Warum nicht? Hast du vergessen? Nee.
Kann man mal, muss man nicht mal. Wieso flambieren? Nee, du wolltest doch hier den Alkohol abfackeln. Das habe ich doch vorher schon gemacht beim Anschwitzen. Hast du gemacht? Ja, ja, aber nicht angebrannt, nur abgelöscht. Zack, okay. Ganz wegkochen lassen. Okay. Hier dieser Fond, das ist jetzt ganz wichtig, das ist der Fischfond mit Fenchelsaft und ein bisschen Butter aufgemixt. Boah, das ist super. Das ist ein Hammer. Und ist zu weit reduziert? Ich gesagt, wir brauchen da gar nicht diskutieren. Nein. Was willst du da meckern? Das ist, das ist ein Gericht, das in sich extrem stimmig ist. Ist übrigens nicht gesalzen. Der Fisch ist gar nicht gesalzen. Ich finde, die karamellierte Fenchelsamen ist der Hammer. Passt super dazu. Und übertönt den ganzen Fischgeschmack überhaupt gar nicht. Also hätte ich nicht gedacht, aber sehr gut. Ich finde ja, find ja diesen Sud hier unglaublich. Ja. Also, der Fisch ist überhaupt gar nicht gesalzen. Das ist aber Absicht. Dass der das Einzige, was ich zu bemängeln hätte, ich hätte ein bisschen Salz an dem Fisch dran. Kleiner ansonsten ja. Finde ich den Wahnsinn. Pass auf, ich sag dir, warum ich absichtlich keinen ran gemacht habe. Weil Salzwasser glippt hat. Nee, ich finde grundsätzlich Salz mir zu viel. Und Salz entzieht auch Feuchtigkeit. Ja, und deswegen habe ich die anderen Komponenten, ich sag mal, relativ gut gewürzt. Brauchst und den du das Fisch noch hier? Wirklich? Ja, ja. Brauchst du noch? Ja, zum Trinken. Ach so, für die ja, können wir machen. Was ist da drin? Sag noch mal, was da drin ist. Fenchelsaft. Ich habe vorher Fenchel durch den Mixer den Saft abgegossen. Das ist unfassbar. Mit ein bisschen Fischfond reduziert, ein kleines Stückchen Butter gemixt. Also, fertig. Das kann man ja zu Hause leicht machen. Ja, klar. Ja, aber das ist unglaublich gut. So, guck mal, ist mein Wasser. Ich will auch mitmachen. Kein Wasser. Hier ist mein Wasser. Guck mal, hier, wollen Sie so, mal. Jetzt aber. Da brauchen wir mal ein paar kleine Schritte. Bitte schön, geben Sie mal die Löffel weiter. Ja, einfach weitergeben und einfach mal versuchen, ja? Das ist der Hammer. Ich war hier schon öfter so. Ich finde ja, Johannes. Ich würde bis an die Grenze. Was redet ihr gerade? Wir haben uns gerade unterhalten, weil der Johannes sagt, er nimmt sehr wenig Zeit. Dann habe ich gesagt, ich würde es immer bis an die Grenze. Das habe ich bei ihm schon rausgeschmeckt. Aber das heißt, ich fand das genial. Also ohne, tolle Harmonie, ohne diese ganze. Super. Es wird viel übersalzt, finde ich. Also bei manchen Gerichten ist ja wichtig, dass da echt Pep dahinter ist. Ja. Aber bei dem Gericht finde ich einfach, da ist der Rotbarsch der Hit. Super. Und das und Fenchel. Und es ist Fenchel eben als Püree. Ein bisschen gedünstet, ein bisschen Fenchelsamen. Es ist fein, genau. Fein ist das richtige Wort. Dieses Gericht ist fein. Ist in sich so harmonisch abgestimmt, genau. Dass das Salz nicht fehlt. Nee, ganz im Gegenteil. Und du würzt praktisch, du ergänzt Salz mit Gewürzen. Dieses karamellisierte Fenchel dazu. Fenchel, super. Und der reduzierte Fond. Natürlich. Und der stark reduzierte Fond. Das einreduziert, ja. Ist ja schon gesagt, das ist ein starker Geschmack. So. Das ist auch schon fertig. Also, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, Johannes. Das war. Ich mach mal schnell noch 4 Portionen. Wie viel Grad hast du denn drin gehabt? 140 Grad. Ich musste vorher auf 140 Grad. Viertelstunde. Okay. So. Das Einzige, was man im Zweifel bemängeln könnte, Johannes, ist, dass ein wenig Säure fehlte, aber das tut heute nichts zur Sache. Wir danken dir sehr herzlich. Das ist ein aufbauendes Menü. Wir danken sehr herzlich. Und freuen uns jetzt auf das Dessert. Und ich sag mal so, Stefan, die Messlatte liegt wirklich hoch. Weil ich finde, wir haben heute auf ganz hohem Niveau gegessen, oder, Ali? Ja. Wirklich genial. Also. Wirklich genial. Einfach genial. Alle 4 Gerichte waren top. Absolut. Aber ich bin mir sicher, Stefan hat auch bestimmt ein tolles Dessert für uns gemacht. Ganz ehrlich, ich muss euch ein Kompliment machen. Ich finde, wir haben lange nicht mehr so unglaublich gut gegessen wie heute Abend. Ja. Ganz ehrlich. Danke. Sie war für mich ganz großes Kino. Super. Wirklich richtig lecker. Na? Wirklich, deswegen ging vorne bei der Bouillabaisse los und zieht sich dann über die Seeteufelbäckchen durch bis zum Dessert. Safraneis mit Chili und Basilikum. So, Stefan, sag uns doch einmal bitte, was wir da haben. Ja, wir haben den Mund wieder voll. Also, wir haben hier eine Kokospanna Cotta. Mhm. Also, das muss man alles in Kombination probieren, weil es ist wenig Zucker dran. Ja? Gut, finde ich sehr gut. Und ich habe auch ein bisschen Stevia noch mit dran gemacht, um den Zucker noch weiter zu reduzieren. Weil ich finde, in dem Fischmenü, es muss dazu passen. Weil wenn man das in der Reihenfolge isst, glaube ich, passt es gut. Und der Ananas-Fenchelsalat mit dem Bananen-Safran-Eis, wo ein bisschen Chili und Basilikum auch dran ist, in Verbindung mit dem, wenn man das alles mal auf einen Löffel nimmt, ist der Hammer. So. Was ist das? Das ist die Panna Cotta. Die Kokospanna Cotta. Genau, die Kokospanna Cotta. Ich presche jetzt einfach mal vor, ja? Alfons. Die Kokospanna Cotta ist eine Wucht. Was erwartest du jetzt? Dass du mich nein, du
dass du mich entschuldige. Im Zweifel korrigierst. Nein, tu weiter, tu weiter. Ja, mehr habe ich noch nicht gekostet. Also ich finde die einfach von der ganzen... Ich habe alles schon Mundgefühl. Was meinst du damit? Das ist einfach gut. Aber das ist gut. Okay. Mit definitiv das langweiligste von alle drei. Nee, das ist... Das ist das langweiligste von alle drei. Ja. Nur in der Kombination. Thomas Panna Cotta ist das langweiligste von alle drei. Aber... Und jetzt kommt die Kombination. Momentan ist Bier noch ganz vorn. Eis ist der Hammer. Ja. Eis hier. Ja. Gut, Fenchel und Ananas, das passt ja hervorragend zusammen. Und auch hier mit dem Eis, ich bin sehr überrascht. Sehr witzig. Ich habe das ja wirklich probiert. Am Anfang ging ich nur mit Limonensaft und Limonenabrieb den Salat zu machen. Da muss richtig Essig und richtig Öl dran. Und da habe ich jetzt wirklich weißen Balsamico reingekippt, bestimmt das Vierfache noch wie Limone und normales Olivenöl. Und ich finde, das passt einmal frei. Also du hast... Schmeckt super. Andere machen es ja umgekehrt. Ja. Mit der Limone, meine ich. Ja, aber das schaffst du nicht. Das eigentlich auch nicht gar nicht. Das ist scheiße. Wir brauchen das Eis noch nicht. Ja, so sind super. Ist gut, ne? Was meinst du, Alfons, das Eis, oder? Nein, ich habe gesagt, diese Ananas, ja, mit dem Fenchel und eben, wie das abgeschmeckt hat, ist wirklich in sich stimmig. Mhm. Eigentlich brauchst du das hier gar nicht. Alfons, das ist auf deinem Mund Wahnsinn. Ja. Alexander, was sagst du? Ja. Das ist so griffig. Ja. Super. Das kommt ja essen. Das nimmst du neutralisieren. Das stimmt, ja. Das nimmst du neutralisieren. Habt ihr mir was übergelassen? Ja, klar. Wo denn? Das Eis ist weg. Ist der Fisch fertig? Das Eis ist weg. Eis habe ich noch da. Eis habe ich noch da ohne Ende. Warte, ich hol noch ein Betzle. Ja. Das Überraschende ist ganz klar natürlich die Kombination von Ananas und Fenchel. Aber ich finde das Eis halt so toll. Da ist ja auch ein bisschen Chili mit drin, aber hast du mal zwei, drei Löffel genommen, das ist perfekt ausbalanciert. Und ich bin ein großer Fan von Banane. Das muss ich sagen. Und dieses Eis, ja. Ein Eis, ja, es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an. Wenn du dann nicht genügend Säure drin hast oder sowas, dann ist es so dumpfig. Die Banane gibt der Kraft. Ja, aber es ist auch schnell so dumpf, so muffig wie Alexander. Stefan, das ist mein Fenchel aus dem Garten. Dein Fenchel aus deinem Garten. Ja. Jawohl. Jetzt wird es erst schön. Ja, ich finde ja, dass die Panna Cotta das Eis bräuchte. Die Panna Cotta, ja. Mach mal zusammen. Machen wir Panna Cotta und Eis. Gemischt. Ich nehme die Panna Cotta auch. Das arme Luder von Panna Cotta liegt in diesem Glas drin. Und schaut. Also, normalerweise hätte ich es ja gestürzt, aber ich traue mich nicht. Ja, komm, trau dich. Das sind ja Designgläser. Hier, komm, ich mach den Platz. Stürzen. Komm, trau dich. Schau her. Klar. Entschuldigung. Die Qualle lebt noch. Jetzt passt es zum Fischmenü. Jetzt ist es einfach. Jetzt ist es ein Fischmenü. Eis ist wirklich so. Irgendwas Schönes, Knubbeliges da oben drauf. Johannes, wie findest du es? Sexy, gell? Ich finde es sehr lecker. Ist richtig gut. Okay. Und Fenchel, der Fenchel da drin ist wirklich klasse. Tolle Idee. Also alle Fenchelhafer nach vorne. Aber man kann auch drei Dessert draus machen. Einmal dein Eis extra, einmal den Salat, einmal die Panna Cotta extra. Also ich finde, da kannst du drei Dessert draus machen. So ist es. Das Eis ganz alleine kannst du völlig als Dessert essen. Ja, aber wenn ihr das nur gemacht hättet, weißt du, die ersten 5 Minuten die Eiskundenmaschine hätte es laufen lassen, hätte sich die nächsten 60 Minuten hingelegt. Das hat geht er ja eh schon. Hätte ich bei euch mehr probieren können. Ich bin seit 20 Minuten. Seit 20 Minuten fertig. Bin ich fertig, ne? Ja, absolut. Und das ich. Ja. Wo ich nie fertig werde. Also, dann bedanken wir uns sehr, sehr herzlich. Ich fand, das war eine sehr launige Runde und vor allen Dingen ganz wunderbar gegessen heute. Ich bedanke mich außerordentlich bei Alfons Schubeck, bei Johannes King, Steffen Marquardt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Alexander Herrmann und bei Ali Güngermöß. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht und am nächsten Freitag sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.